Gut. Achso, nee, da brauchen wir das gar nicht markieren. Ich glaube, das passiert immer nur, wenn wir ins Auto einsteigen, dass er mir gleich pausiert. So, einmal rein ins Auto. Und dann fahren wir jetzt mal zu Schraders Apartment. Und zwar irgendwo. Die Minimap könnte ein bisschen größer sein, finde ich. Und ich fahre jetzt hier nicht nach irgendwelchen Regeln, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Solange wir keine Unfälle bauen, ist alles im Lot. Nur wenn Leute im Weg stehen, komme ich nicht gerade weiter. Komm schon, Hupen. So, ist grün, fahr los. Und da fährt ja auch wieder eine besenkte Sau. Fährt ja fast so wie ich. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Das denke ich halt auch so, dass das irgendwie wirklich sehr, sehr leicht war bisher. Aber na gut, wenn es dann erstmal so laufen kann, aber da steckt bestimmt deutlich mehr dahinter. Also, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Und bisher gefällt es mir ganz gut. Also, man muss sich natürlich ein bisschen daran gewöhnen, jetzt hier so Detektivarbeit zu leisten oder Polizeiarbeit, wie auch immer. Und auch ein bisschen an die Steuerung, aber bisher finde ich es schon sehr cool. Ich habe auch ehrlich gesagt bisher nur Gutes von dem Spiel gehört. Aber wir lassen uns da mal so ein bisschen überraschen, was noch so passiert. Ich finde es ein bisschen komisch, wie die Welt sich da mal generiert. Und ich hoffe, dass man mich noch gut versteht, weil ich das Gefühl habe, hoppala, dass die Musik immer mal wieder lauter wird. So, jetzt sind wir aber gleich an dem Apartment. Na, da bin ich ja sehr gespannt. So, hier muss es irgendwo sein. Okay. Nicht, dass uns gleich jemand hier überfährt. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja, hat's ja sehr schick hier. Schick, meine ich. Und nachts ist das bestimmt super angenehm mit der Leuchtreklame da oben dran. So, und hier können wir einfach reinlatschen, wie es scheint. Guten Tag. Okay, also hier können wir dann die Briefkästen noch untersuchen. Und da müssen wir zur Nummer 2. Schroeder. Apartment 2. Schroeder, die sagen das so lustig. So, joggen wir hier mal ganz geschmeidig die Treppe hoch. Und hier ist es sehr dunkel. Kann ich irgendwie Licht anmachen? Nummer 3, Nummer 2. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Bam, bam, bam. Aufmachen, Polizei! What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Nicht. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Okay. You ready, tough guy? Okay, jetzt können wir ihn hier prügeln und wir können auch mit der Leertaste blocken. Aber erstmal hau ich ihn die Ohren, die eins ins Gesicht. Bam, deine Mutter. Ja, bam. Wie viel hält er denn aus? Achso, mit Kuh können wir ihn packen. Oh. Bam, Kopfnuss. Yes. Haben wir ihn mal locker verprügelt. You alright? I'm fine, I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. So, die Untersuchungsmelodie spielt, wenn du einen Tatort... so schnell kann ich gar nicht vorlesen. Durchsuche Schauplätze gründlich, um Hinweise zu entdecken. Schauen wir erstmal da rein, wo eigentlich die Dinge sein sollte, die Kanone. Okay, was haben wir hier? Diverse Termine, wie es aussieht.
Oder sowas in die Richtung. So ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Das steht halt immer. Huch. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Wie? Ich wollte mich doch da noch umsehen. Sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Okay, der war ja auch wieder ganz sympathisch. Davon scheint es hier mehrere in der Stadt zu geben, von so richtig netten Leuten, die man gerne knuddeln möchte. Bewaffnet und gefährlich. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Okay, wir müssen jetzt Räuber überwältigen. Das heißt, der andere Fall scheint jetzt vorerst erstmal abgeschlossen zu sein. Zumindest haben wir Meldung gemacht. Und haben da nochmal den netten Ausbilder von uns gesehen. Fuck. Jetzt komm schon. Hier so ein bisschen durch die Nebenstraßen fahren. Nur, dass ich nicht fahren kann. Ach komm. Ich kann hier schon wieder kein Auto fahren. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ah. Okay, daran muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Wow, wird einfach mal direkt geschossen. Okay, so können wir schießen. Nur nicht gut. Okay, wo sind sie noch? Da kommt immer mal einer raus. Guck, guck. Guck mal. Ah, jetzt habe ich gerade oben gelesen. Alter, der bewegt sich aber heftig. Cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. Okay, da müssen wir jetzt rein. LAPD, put down your
your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance, copper. You come any closer? Na komm. Yes. Stay in cover. Oh, da hat er mir den Hut von der Birne geschossen. Wie? Nicht getroffen, was? Ein Snipergewehr wär's mal. So, jetzt haben wir ihn. Oh, da oben ist auch noch einer. Autscha. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Okay. Das war ja schon mal ganz spannend. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Ah, netter Typ. Also, in dem Fall wirklich mal. Da kommt wieder eine Erinnerungssequenz. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Okay, da wollte er also in eine Führungsposition gehen und sich Cole berühmt machen. Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers, stop! You can go screw yourself. Auf einmal aus dem Nichts hier. Okay, einfach nur drauf zurennen. Wow. Ja, renn doch mal schneller, so wird das nix. Okay. Schnell hoch, schnell hoch. Weiter, 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 weiter. Get down from there right now. Give it up, Wendell. Jetzt klettert er da auch hoch. Jetzt zieh ihn doch einfach am Bein. Ach, naja, okay. You've got to be kidding. You fucking asked for it. Ich bin Spider-Man und verfolge Batman. I've done my time. Na ja, komm, dich kriegen wir doch. You assholes already screwed me once. Okay, schön abgerollt, gut. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Whoa. Looks like we've got the place to ourselves. So, jetzt hauen wir mal wieder einen um. Stirb, Bitch. Oh, Mist. Muss ich die rechte Maustaste eigentlich gedrückt halten? Ja, ich glaube schon. Kopfnuss. Und ausgenockt. Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time.
Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? So, haben wir den auch einfach mal geschnappt. So, ich habe zwar keine Ahnung, wer das war und was er gemacht hat, aber ich habe ihn einfach mal geschnappt. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Okay. Kauf auf eigene Gefahr. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. So what's going on over there? Okay. Dann schicken sie die Leute einfach weg. Kann er jetzt was sagen? What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? Okay, es gibt wohl eine Zeugin. Ich check ihn mal kurz aus hier. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Boah, das sieht ziemlich kaputt aus. So, drehen wir mal hier ein bisschen. Aber hier ist wohl nichts Interessantes. Nehmen wir mal den Kopf hier. Nee, auch nicht. Okay. Nein, hör auf. Also hier ist nichts Interessantes zu sehen. Wir sehen hier auch 3 Einschüsse, würde ich sagen. Andere Seite auch nochmal. Aha. Was ist das? Okay, hier sind irgendwelche Kontoverwaltungen oder irgendwie sowas. Datum, Belegnummern, genau. Okay, Ratenzahlungsbeleg. Aha. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Mhm. Okay. Dann stecken wir da mal wieder rein. Alright, alright. Yes, it's a dead person. Okay, wir haben eigentlich alles, glaube ich, hier. Das will ich gar nicht sehen. Haben wir doch schon gesehen. Okay, und hier soll ein Mädchen reingelaufen sein, sagte der. Okay, ich habe doch aber eigentlich schon gecheckt, oder? Vielleicht rede ich nochmal mit den anderen Leuten. Ja, genau, hier einmal vorsichtig drüber steigen. Du da, du mit dem weißen Hut, du siehst doch verdächtig This is a crime scene. All of you move along. This is a secure area. You all need to leave. Okay, mit denen können wir nicht wirklich reden. Ach, da blinkt noch was. Was hat er denn da? Okay, aha. Shell casings. These look like 32s. Okay, da sind die Patronenhülsen, aber es sind 4 gewesen.
Ich habe bei ihm nur 3 Einschusslöcher gesehen, aber vielleicht hat er ja auch einen gefailt. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Okay, eine Schuhverkäuferin und Augenzeugin des Mordes. Okay, denn das Zusatzdinger werden links eingetragen, Fragen stehen auf der rechten Seite, okay. Mit WS und W und S können wir die Beweise durchgehen, aber so richtig viele haben wir ja noch nicht. Exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Okay, also man muss jetzt hier herausfinden, ob sie lügt oder eben ob nicht. Mit 3 können wir die Zeugin einer Lüge beschuldigen, mit 1 die Wahrheit und mit 2 anzweifeln. Ich zweifle das ein bisschen an, weil sie sich so nervös umguckt. Irgendwie, sie ist nicht unbedingt ruhig. I'm having a hard time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I'll take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Oh, ich glaube, ich hab's irgendwie verkackt. I suppose I must look a mess. Ja, das ist jetzt auch das Wichtigste. Also Intuition, da will ich gerade noch mal kurz reingucken, das soll einem ja helfen. Kostet jeweils eine Antworten entfernen. Was? Community-Fragen? Ach, so ein... was Blödes. Du hältst Intuitionspunkte, wenn du Erfahrungen ränge, setze die Intuitionspunkte ein, um deine Untersuchung zu unterstützen. Okay, also ich habe es jetzt hier gerade, glaube ich, ordentlich verkackt. Was haben wir denn hierzu noch? Okay, also nicht wirklich viel. Gibt es hierzu noch irgendwas zu wissen? Nö, nicht wirklich. Insgesamt 5 Stück sogar. Da steht aber nicht bei, wie viele Schüsse eigentlich abgefeuert worden sind. So, das war natürlich alles nicht so klug. Okay, bei dir haben wir es also verkackt. Naja, was soll's.